Boah, Easy, was wollen wir heute machen an unserem freien Tag? Was hältst du davon, wenn wir campen gehen? Was? Campen? Das ist eigentlich eine coole Idee, Easy. Aber wie wollen wir da hinkommen? Der Eiswagen ist in der Reparatur und wir haben kein Auto mehr. Naja, dann müssen wir uns halt ein Auto besorgen, Sandy. Wir werden schon was Gutes finden für einen guten Preis. Meinst du wirklich? Auf jeden Fall. Komm, wir holen uns ein Auto und dann gehen wir campen, weil wir sind Naturmenschen, okay? Ich bin die Wildnis! Ich weiß nicht, ob ich so ein Naturmensch auf bin. Auf in die Wildnis, was, Sandy. Ich komme ja schon. Ich bin da. Aber wo wollen wir denn jetzt ein Auto finden? Hast du dein Handy dabei? Dann können wir vielleicht mal in Kleinanzeigen gucken. Okay, okay, ich rufe kurz an. Bei Kleinanzeigen? Ja, klar. Warte mal, ich muss mal kurz hier, warte mal. Das ist ja gar kein Handy. Das ist mein Handy. Okay, wie rufe ich denn da jetzt an? Handy, das ist doch eine App, oder? Den kann ich ja gar nicht anrufen. Ja, natürlich ist es eine App. Gib mal ein Auto Berry Avenue. Vielleicht finden wir ein cooles. Okay, okay, okay. Und? Oh, warte, da ist eins. Okay, ja? Let's go. Ich weiß, wo es lang geht. Müssen wir da nicht erst anrufen? Was? Nein, ich habe doch gerade schon eine SMS geschickt. Ach so, mittlerweile ruft man eigentlich. Okay. Das Auto kostet 200 Euro. 200 Euro nur? Ja, totales Schnäppchen. Jetzt beeil dich, bevor es weg ist. Ja. 20 Minuten später. Easy, wo ist es denn? Wie lange dauert es denn noch? Da vorne ist es doch schon, Sandy. Jetzt beeil dich. Guck mal, deine Arme in die Beine und dann los. Die Arme in die Beine? Wie soll ich denn das machen? Was weiß ich? Hüpf auf deinem Hintern her und jetzt komm. Hallo, da sind wir auch schon. Oh, hi. Du bist Easy, oder? Ja, ich bin Easy und wir haben hier geschrieben. Ich will das Auto kaufen. Super. Das macht dann bitte 2000 Euro. 2000 Euro? Easy, du hast gesagt, das Auto kostet 200 Euro. Das stand doch auch, das stand definitiv... 2000. Haben eine Null vergessen. Aber wir haben keine 2000 Euro, Easy. Oh, ihr wolltet 200 Euro bezahlen? Das ist ein bisschen wenig. Easy, wie viel Geld haben wir denn? Ich habe 200 Euro in der Tasche, Easy. Wie viel hast du? Oh Mann, ich muss nochmal in meiner Hosentasche schauen, in meinen Schuhen, in meiner Frisur. Warte mal, wie viel ist das jetzt? Ich glaube, 1000, oder? Du hast 1000 Euro in deiner Tasche? Die hatte ich in meinen Schuhen versteckt, das ist mein geheimes Versteck. Das Geld mieft vielleicht ein bisschen, aber es ist trotzdem genauso viel wert. Krass, Easy. Aber 1200 Euro, das ist irgendwie, also auch nicht 2000 Euro. Können Sie vielleicht eine Ausnahme machen? Wir würden das Auto wirklich so gerne haben. Ja, wie wäre es, wenn Sie einen von den Reifen behalten? Wir brauchen nicht alle vier. Brauchen wir nicht? Okay. 1200 Euro, wie wär's mit 1200 Euro? Und, Moment, ich gebe Ihnen noch meine Ohrringe dazu. Und ich mein Handy. Du kannst doch nicht dein Handy hergeben. Ach, mach doch nichts. Ich hab doch zwei. Oh, ach so. Okay, dann nicht meine Ohrringe, dann nur Easys Handy. Ey! Ist ja gut, ihr beiden. Ich nehme die 1200 Euro. Da hast du sie. Bitteschön. Super. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem Auto. Cool, Easy, wir haben ein Auto, wir haben ein Auto und so ein cooles Auto. Auf zum Camping. Ich fahre. Yippie. Ein paar Sekunden später. So, und niemand ist schlecht geworden mit meiner Fahrweise. Schramme da, aber das macht ja nichts. Hallo, ich habe da gar keine Schramme reingemacht. Doch, doch. Nein. Ich hab's genau gesehen und eine Delle. Frech. Was wollen wir denn einkaufen, Easy? Und du hast die Oma überfahren. Aber das macht ja auch nichts. Ich bin an dem Pfosten hängen geblieben. Mach mal nichts. Jetzt komm. Wir müssen Campingsachen kaufen gehen. Leckeres Essen. Dosenfutter. Irgendwas, was wir warm machen können. Marshmallows wären geil. Oder? Marshmallows. Lass Marshmallows kaufen. Marshmallows. Ich will Marshmallows. Bisschen frisches Obst und Gemüse. Pack's in unseren... Oh, lecker. Warte, pack wir... Ja, eine Orange? Ich pack schon alles da rein. Ja, warum nicht? Eine Minute, 37 Sekunden später. Easy, sind wir fertig? Wir sind fertig. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Perfekt. Okay, warte. Ich krieg's nicht hin. So. Du hast Geld? Ich habe gerade meine ganzen 200 Euro ausgegeben. Ja, ich habe hier noch ein paar Cent. Perfekt. Komm, Easy. Auf zum Camping, jetzt endlich.
hier ist die Tür, Sandy. Falsch gelaufen. Wie läufst du denn heute lang hier? Du solltest kein Auto mehr fahren, lass mich lieber fahren. Okay, lass du lieber fahren. Erst bin ich gegen den Pfosten gelaufen und dann... Dann gegen die Oma gefahren. Und dann alles gegen die Scheibe. Warte, müssen wir noch tanken? Huch, ich... Ja, jetzt können wir machen. Ich fahre uns kurz zur Tankstelle. Mir ist schlecht. Oh, Sandy, hör auf zu weinen. Was denn? Du fährst furchtbar. Guck mal, wie gut ich fahre einfach. Ja, das war wirklich sehr gut. Dann tanken wir mal. Okay, du zahlst. Ich habe kein Geld mehr. Hab alles schon überwiesen. Los geht's. Was? Nein, wir müssen da hinten zahlen. Du kannst nicht einfach ohne Zahlen wegfahren. Ich hab gezahlt. Es geht alles online mittlerweile, Sandy. Was denkst du denn? Ach so, ja, wusste ich ja nicht. So, jetzt müssen wir... Was? Ja, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Zum Campen. Ja, okay. Auf zum Camping. Bist du sicher, dass es die richtige Richtung ist, Easy? Absolut gar nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber wird schon passen. Ja, lass uns einfach... Alle Wege führen nach Rom. Lass uns einfach mal... Easy, hör mal auf, jetzt die ganze Zeit so links und rechts. Mir wird schlecht. Oh yeah, ist doch langweilig, geradeaus zu fahren. Bitte, wo Easy. Wo ist denn dieser Campingplatz? Ich weiß nicht, aber was machst du denn jetzt? Wir finden das nicht. Sandy, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß doch auch nicht. 2 Stunden später. Easy, es ist schon Nacht jetzt und wir sind immer noch nicht am Campingplatz angekommen. Oh, was sollen wir denn jetzt tun, Sandy? Ich mag nicht mehr fahren, ich sehe auch gar nichts nach. Ja, bleib einfach mal hier stehen oder vielleicht am Berg hier oben und lass uns im Auto schlafen und morgen den Campingplatz weitersuchen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich darf hinten schlafen. Was? Nein, ich wollte mich gerade hinterlegen. Ach Mann, okay, dann schlafe ich eben vorne. Am nächsten Tag. Psst, Easy. Psst, Easy. Bist du wach? Bin wach, bist du wach? Ja, ich bin wach. Komm, lass uns zum Campingplatz fahren. Wir müssen den finden. Ich glaube, es ist die falsche Richtung. Lass doch mal im Handy gucken. Wenn du mal fährst, ich bin auch müde. Und ich nicht, oder was? Okay. Okay, dann musst du die Sachen... Ja, ich fahre ja schon. Okay, okay, dann setz dich rein. Okay. Lass uns mal auf die andere Seite von Barry fahren. Boah, das ist so weit, Sandy. Ja, es hilft ja nichts. Ich glaube, wir haben uns komplett verfahren. Das ja, ist, ich glaube auch. Weil ich habe irgendwie gelesen, es ist irgendwie hinterm Berg, aber ich glaube, es ist der andere Berg. Auf hinter den Berg. 1 Stunde später. Oh, guck mal, Easy. Hm? Was? Guck mal, ich guck gerade auf mein Handy. Easy, bitte nicht auf dein Handy. Gib mir dein Handy. Hör auf, hallo. Wo muss ich denn? Oh mein Gott, warte. Wir machen noch einen Unfall. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh nein, nein. Oh Gott. Geht's dir gut? Aua. Oh Mann, ich hab auf mein Handy geschaut. Aber das ist doch eine wichtige Nachricht bekommen. Das weiß doch jeder Idiot, dass man das nicht... Flo hat mir wieder Fotos aus dem Gym geschickt. Das geht gar nicht. Gib jetzt dein Handy her. Gib's mir sofort. Ja, ist ja gut. Nimm schon. Frech. Unser nagelneues, schönes Auto. Ach, das ist doch nicht nagelneu. Du hast doch selber schon eine Oma umgefahren. Jetzt komm. Ja, springt's überhaupt noch an? Ah, geht schon. Kein Problem. Warte. Falsche Richtung. Falsche Richtung? Ja, falsche Richtung. Guck mal, schon wieder da hin. Hier hinten. Da siehst du die nicht. Die steht da. Da steht jemand. Her. Siehst du sie nicht? Und hier sind Parkplätze. Ich glaube, dürfen wir hier reinfahren? Keine Ahnung. Lass uns lieber hier auf dem Parkplatz parken, oder? Ich weiß nicht. Aber nee, guck mal, die da hinten hat auch einen Camper. Siehst du das nicht? Stimmt. Ja, komm, lass reinfahren. Vielleicht ist es für Besucher oder so. Okay. Dann fahre ich jetzt hier lang? Ja, aber ganz vorsichtig. Okay. Viel vorsichtiger. Ja, guck mal, hier steht jemand. Ist jemand. Ja, perfekt. Hallo. Bleib mal stehen. Zack. Ist sie das? Schon. Hallo. Wir sind hier zum Campen. Wir hatten angerufen. Wolltet ihr nicht gestern schon kommen? Ja, wir haben es nicht gefunden, dann haben wir im Auto geschlafen. Tut uns leid. Also, das tut mir jetzt leid, aber euer Platz ist jetzt schon belegt. Oh nein, unser Platz ist schon belegt. Was machen wir denn jetzt? Moment. Ich muss ganz kurz gucken, ob wir noch einen Platz haben. Ich bin gleich wieder da. Ach Mann, ich möchte jetzt unbedingt campen, Easy. Was ist, wenn sie keinen Platz mehr hat? Oh, das wäre schrecklich. Ja. Hoffen wir mal, dass sie noch einen findet. So, ihr zwei. Gute Neuigkeiten. Wir haben noch einen letzten Campingplatz frei. Das ist ja mega cool. Juhu. Perfekt.
Yes! Oh mein Gott, mega. Easy, kannst du bitte bezahlen? Ja. Na klar, ich kümmere mich drum. Fahr du schon mal das Auto rüber. Okay, mache ich. Hier, ihre Kohle. Easy, möchtest du nicht doch mitfahren? Wir haben, glaube ich, den Platz da ganz hinten. Okay, okay, ich komme ja schon. Bin da. Okay, dann geht's los. Oh, guck mal die an. Oh, ist das schön hier. Wow, das nächste Mal müssen wir die nehmen. Wie schön ist das denn? Die sind wunderschön. Oh, ich möchte am besten so. Wo sind denn unsere Zelte? Sie hat gesagt, ganz hinten, oder? Ja, ja. Oh, ganz vorsichtig. Oh, guck mal, die haben einen riesengroßen Camper dabei. Boah, ist ja cool. Guck mal, sind das unsere Nachbarn? Ich glaube schon. Müssen wir später mal Hallo sagen. Ist ja lustig. Okay, letzte Zelt, hat sie gesagt, oder? Das müssen die da hinten sein. Huch, oh Gott. Huch, oh Gott. Kein Problem, guck mal. Ach, siehst du, wie gute Autofahrerin bin hier. Ich bin hier Profi-Autofahrerin, Alter. Hier richtig profimäßig. Guck mal, das sind wir. Voll schön hier. Oh mein Gott, guck mal. Ich nehme das blaue Zelt. Ich nehme das rote Zelt. Okay, cool. Oh, guck mal. Richtig zugegangen. Ja, witzig. Ah, das ist ja mega hier. Guck mal. Cool. Und so, wir haben sogar schon ein kleines hinsetzen. Feuerchen. Oh, ein Lagerfeuer. Wollen wir ein Lied singen? Was denn für ein Lied? Wollen wir grillen? Ich mach mal ein paar Hotdogs warm, okay? Okay. 20 Minuten später. Oh, hallo. Ihr seid die neuen Camper. Oh, hi, ich bin Sandy. Was heißt denn die neue Camper? Ich campe hier nicht zum ersten Mal. Bist du nicht? Nein, ich bin schon oft campen gewesen. Schön, euch kennenzulernen. Können wir vielleicht mitgrillen? Dann können wir gemeinsam den Abend verbringen. Ja, gerne, oder? Was sagst du, Easy? Ja, lass uns machen. Ja, setzt euch her. Wir haben schon ein bisschen gegrillt, aber wir können gerne noch was auf den Grill legen. Super, da freuen wir uns. Dann war es aber mit diesem Barry Avenue Roleplay von heute. Schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Lasst ein Like, Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.